der damalige Bürgermeister von Wiener Neustadt, Peter Wittmann, hat die Idee gehabt, anlässlich der 800-Jahre-Feier Wiener Neustadt, 800 Jahre zur Stadterhebung, sozusagen ein großes Open-Air-Event zu machen. Und hat dann das Management damals gefragt, ob da der Falco das machen will, mit dem dortigen Konservatoriumsorchester. Hat man ziemlich bald gemerkt, bei den ersten Proben. Hat schon ganz gut geklungen, also wir wussten schon, dass es funktionieren kann. Und dann traf man sich eine Woche lang im Wiener Neustädter Stadttheater. Das war eigentlich eine sehr, sehr schöne, idyllische Woche, eigentlich, wo ich mir dachte, ich stehe viel zu selten inmitten eines großen Orchesters. Brauchst mich doch, ne? Alle wissen, dass wir zusammen sind, auch heute. Sie kommen dich zu nahe. Sie werden dich nicht finden. Niemand wird dich finden. Du bist bei mir. Falco war vor dem Konzert sehr nervös. Es war auch für ihn als Künstler und für mich als Dirigenten, also für ihn speziell als Sänger, eine ganz neue Situation. Wir wussten nicht, was passiert. Aber er ist dann auf die Bühne gekommen, vollkommen relaxed, vollkommen professionell und hat wirklich, wie es sich für einen Musiker diesen Ranges auch gehört, absolut perfekt seine Show gemacht. Just spent it.